So, hallo, wieder mal ein Video, nach langer Zeit wieder. Dieser Sommer Katastrophe, Arbeit ohne Ende. Also wirklich kaum Zeit zu irgendwas filmen. Ja, das geht dann vielleicht, aber dann bearbeiten oder was. Dann ist immer die Frage, was filmt man dann? Immer selber, ist auch Käse. Ja, heute sind wir beim Düngen. Was haben wir heute für Datum? 18. Oktober. Jetzt haben wir 17 Uhr. Müssen wir noch ein paar Hektar düngen. Ja, heute müssen wir nämlich mit dem kleinen Mischladen. Weil der Große hat einen Schnitt im Reifen hinten. Ja, ich wollte es eigentlich wöchentlich machen, die Videos, aber es geht einfach nicht aus. Ich habe es probiert. Ich sage, zweimal im Monat ist ein guter Durchschnitt und mehr geht einfach leider nicht. Im Winter geht es besser, weil da kann man während der Arbeit immer nur die Kamera raufklipsen und filmen, aber wenn man viel alleine fährt und mit zwei Maschinen und viel Arbeit ist dann, ja. Ich hoffe, ihr versteht mich, aber ich gebe mein Bestes. Die nächsten Wochen machen wir bestimmt ein Video vom Radflicken dann beim T6. Und eine Erneuerung habe ich aufgebaut. Sehr praktisch ist, das zeige ich dann auch noch alles. Junior wieder schwer am Rudern hier. Das ist das Problem eben, wir haben beim T6 hinten auf der linken Seite haben wir so einen Schnitt im Reifen. Ziemlich tief, 2 cm. Es würde ein Riss sein, weil es war ein bisschen vorbelastet von einer Kettenglied, von der Schneekette. Natürlich, die Reifen werden auch älter und dann könnte es eines zerreißen, wenn viel gefahren wird. Jetzt müssen wir das die nächsten Tage dann noch Reifen runter montieren und ausflicken lassen und wieder drauf. D5 läuft. Läuft ganz gut. Da hat eine neue Software gebraucht, also ein Update, weil mit dem Gaspedal hat es Probleme gegeben von der Software her. Aber jetzt ist alles okay. Es hat 240 Stunden, also läuft wirklich immer durch. Das passt. Salz gestreut wird auch schon. Ja. Da haben wir jetzt das Rad getauscht. Das sieht man gleich am Profil. Da haben wir schon die Spikes montiert. Das haben wir jetzt noch schnell getauscht. Das andere hat einen Riss auf der Seite. Andere Reifen. Vielen Dank, Herr Martin, für die schnelle Hilfe beim Reifenwechsel. Super, danke. Das ist die Neuerung. Habe ich jetzt eine Schmierleiste für die Vorderachse montiert, für die Achsschenkel und für die Federung. Weil sonst muss man immer unten reinschliffen, da
Schliefen, wie heißt denn das? Schliefen. Und dann tragt er rein und dann ist wieder der Boden dreckig oder kalt oder Schnee oder was auch immer. Da haben wir die Schmierleiste bestellt. Kostet alles mit Material 200 Euro. Und ich muss sagen, für den Preis kann man das schon machen. Gut. Jo. D5 bekommt dann noch einen Schneepflug drauf auf 3 Punkte. Es reicht aus, es muss keine Platte mit Unterzug sein, weil hier und da mal ein paar Kleinigkeiten schiebt. Die haben wir schon gestreut jetzt. Die Streusaison beginnt schon wieder. Heute früh war alles schon in den höheren Lagen alles schon aufgefahren, die Straße. So, und noch ein Gruß geht raus an alle meine Zuschauer aus überall aus der Welt und natürlich speziell an den Gerhard aus Deutschland. Ich möchte einen schönen Gruß ausrichten. Ich hoffe, ihr kommt mal wieder auf Urlaub zu uns. Wir sehen uns bestimmt nächsten Sommer vielleicht. Kommt mal vorbei, würde mich freuen. Uns alle. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sommer bestimmt mal. Dann viel Spaß noch mit den Schneeraum-Videos und bis zum nächsten Einsatz. Ciao. Okay. Jetzt gehe ich noch schnell das Video schneiden und dann eventuell im Schluss am Anhang noch vielleicht 2-3 Schneeräumausschnitte, dass man wieder ein bisschen auf den Geschmack kommt, weil es war, es hat geschneit gestern, aber zu wenig für die Schneeräumung. Okay.